Jo, moin moin und herzlich willkommen zu meinem Volksbrunnenprojekt. Schöner Hof, gerade Fläche. Möchte eigentlich abkippen da. Ah ne, das muss ich ja, brauche ich ja gar nicht da zu kippen. Wir haben doch eine Scheune. Kommt doch in die Scheune, nicht ins Silo. Ich meine, wir haben eine Scheune. Meine. Das sag ich auch lange schon. Und glaubt mir eben keiner. Und rein mit dem Rummel. Das ist eine schöne Landschaft. Gut hingekriegt. Na, schippern wieder die Ausflugsgäste. So. Der ist leer, also zurück. Und weiter mit der Feldarbeit. Das geht ja voll dann. Wo gehen wir denn der jetzt hin? Den habe ich nicht so wirklich verstanden. Das war nicht beabsichtigt. Ja, du hast keine Nummernschilder drauf da vorne. Ach, fahr doch hier rechts ab, du Depp. Das fehlt mir auch noch. Nein, ich fahre nicht übers Feld. Versuch's zumindest. Müssen wir ja gleich da sein. Jawohl, ist auch was geschafft. Dann schön wieder weiter die Schwaden einsammeln. Hier könnte ich auch überfahren, mache ich auch nicht. Ich versuche dem Streckenverlauf zu folgen. Und ich versuche die Schilder stehen zu lassen. So, eine andere Ansicht bitte. Senken, anschalten. Und dann fängt das Hochkrabbeln wieder an. Hier vorne auf dem Stück, wo es so richtig hoch geht, da hat es echt schwer. Es wird auf jeden Fall ein anderer Trecker organisiert. Ja, und jetzt kommt wieder der Bergabboost.
Hauptsache das Feld wird sauber. Ein bisschen Schlangen liegen und fahren macht auch nichts. Mal schauen, ob wir alles reinkriegen in diese Fuhre. Weil allzu viel liegt ja hier nicht mehr. Oder ob wir nochmal fahren müssen. Ja, hier gibt es nicht viel mit Felderweiterung. Da ist nichts zu regeln, nichts zu machen. Könnten höchstens die Felder zusammenlegen. Da wir sowieso immer nur fast das ein und das Silber anbauen, um Geld zu verdienen, brauchen wir nichts anderes. Wir müssen ja keine Geschäftszweige bedienen. Es sei denn, wir kaufen uns noch mehr Tiere, dann müssen wir natürlich auch andere Sachen anbauen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Jetzt kommt uns den Streifen. Schön gemütlich, weil schneller geht gar nicht. Schön slowly. Die äußere Bahn. Ich glaube, das reicht. Das passt alles rein, wenn wir Glück haben. Ja, müsste passen. Müssen nur einmal abfahren. Gut. Da werden wir diese Folge mit dem Sporfahren fertig. Oh, da geht aber trotzdem noch hin. Ich glaube, wir müssen noch mal hier hin, den letzten Rest mitnehmen. Der letzte, das geht mit unter die Erde. Kostet ja mehr Sprit zurückzufahren, als was wir hier noch rauskriegen. Das passt nicht ganz. Ja, der Rest wird untergekriegt, das verdienen. Ich hatte nicht vor, als nächstes dasselbe wieder anzubauen. Ich weiß, ich fahre schon wieder verkehrt. Warum zieht der immer so fürchterlich nach links plötzlich? Heuiuiui, zweite Mal. Er mag mich nicht. Ein bisschen viel Verkehr hier auf der Straße los. Ich komme sowieso nicht schneller voran mit der Kiste. Jetzt natürlich. Haben sie mich wieder erwischt. Ja, so passiert das immer mit den Verkehrsrodis. In den See platschen, in den Flussteich.
Pfütze. Dann können wir den Ladewagen hier am Hof lassen. Das können wir unterstellen. Wenn wir sobald nicht mehr brauchen. Das gibt mal wieder schön ab. Und noch haben wir keine Verwendung dafür. Das werden wir aber bekommen. Dann unsere Hühner. Weißt du, dass die Dreck machen, haben die noch keine Eier gelegt. Können wir mal gleich ins Menü gucken, was da steht. In der Zeit, wo der hier ablädt. So. Mal schauen. Eier. Null. Ja gut. Den können wir dann abstellen. Ich hoffe, der passt hier rein. Ich kann die Sämaschine ja direkt mitnehmen. Die muss ja nicht hier rumstehen, nur ein Papier drum. Können wir mitnehmen. Die ist noch nicht aufgefüllt. Was haben wir denn hier? Haben wir Dünger oder? Ja gut. Das ist Dünger, wie ich weiß. Gut, wir brauchen Saatgut. Haben wir hier eine Saatgutstation am Hof? Nicht, dass ich wüsste. Nein, wir müssen nur einen Saatgutturm kaufen. Anschaffung tätigen. Anschaffungen machen macht Spaß. Saatstation. Das wird, ja, das wird dünner. Kaufen wir eine Saatstation. Es geht daneben, bitte. Da haben wir eine. Zurück. Das verstehe ich jetzt nicht. Meckert mein Hund rum. Sojabohnen. Ah, die Abdeckung war noch zu. Daran hat es gelegen. So, dann können wir zurück. Die werden wir nachher einsetzen müssen oder beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Auf jeden Fall werden wir sie gebrauchen. Ja, leider ist der Weg zu unseren Feldern ein wenig länger. Und das macht ja auch nicht knapp die Hälfte. Kopf aufs Feld. Aber Juhu,
Berg rauf. Also so mit der Saatmaschine hinten kommt er gut im Berg rauf. Aber sobald ein bisschen was Schwereres dran kommt, dann hat er echt zu kämpfen. Da wären wir beinahe wieder abgeschmiert. Vielleicht soll ich mal vorne ein Gewicht dran packen, damit die Vorderräder mehr Kontakt haben. Wow, wie fährt denn der um die Kurve? Halleluja. Unsere Seemaschine können wir auch hier irgendwo hinstellen. Natürlich auch Bereiche, die uns nicht gehören. Macht man ja schließlich so. Habe ich mal irgendwo gelesen. Aber auch nicht. So, abkuppeln. Jetzt gucken, musste der noch mal gedüngt werden? 50%? Ja, den muss noch mal gedüngt werden und der sowieso. Ja, den düngen wir als erstes. Nur die Sachen mit was für einem Tempo fährt er den Berg hoch. Doch bin ich jetzt ausgestiegen. Doch Ansatz nichts. Das werden wir jetzt testen. Wie kommt er den Berg hoch? Das geht eigentlich. Jetzt muss ich allerdings weit machen, sonst sehe ich nicht, wo ich hier... aufklappen. Gas geben. Oh, der hat eine schöne Streuweite. Das geht gut. Und da der nicht viel davon verbraucht, am liebsten, dass ich das mit dem den Helfer machen, weil ich bin echt ein Chaot im Düngen. So, dann sind wir hier wieder angekommen. Mal ausschalten. Noch einmal durch die Mitte. Dann dürfte es doch schon gewesen sein. So, damit wir das Düngen auch schon fertig. Ich würde gerne wissen, ob wir hier jetzt schon drauf düngen können. Auf diesem Feld. Das kann man bestimmt wieder nicht erkennen. Nein, natürlich nicht. Kann ich das vielleicht auf der Karte erkennen? Gedüngt. Schalten wir das mal ab. Vielleicht ein Stück weiter nach vorne fahren sollen. P.
benötige ich Kalk? Habe ich Kalken an? Ja, ein Stück weiter nach vorne fahren. Machen wir den nochmal an, fahren ein Stück weiter vor. Sheet wird auch ein bisschen dünner. Ihr nehmt es nicht an. Aha. Das kann auch nicht gedüngt werden. Habe ich Kalken an? Kalken wird nicht an, tatsächlich. Zurück. Zukloppen. Man muss das Ding auch gekalkt werden. Aber den kann ich ja zuerst mal grummern. Dann hole ich mir nämlich noch so einen Breder. Und den fülle ich damit Kalk auf. Parken wir schön hier. Ja, und dann zurück zum Hof. Aber zum Hof fahren wir erst in der nächsten Folge. Hier sind wir soweit am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es geht. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.